Hallo, liebe Leute, und herzlich willkommen zu einer weiteren Geisterjagd in was, wo, wo. Ja, schön, dass ihr wieder mit mir auf der Geisterjagd seid. Heute unterwegs in einer noch ruhigen, winterlichen Nacht im kleinen Edgefield Street Vorstadthaus, wo eine technisch unbegabte Familie versucht hat, ihren neuen Massagesessel mit Hilfe der koreanischen Bedienungsanleitung und des Google-Übersetzers zusammenzubauen. Dabei haben sie aus Versehen eine Beschwörungsformel für Untote und Dämonen entdeckt und irgendwas heraufbeschworen und außerdem noch ein äußerst leckeres Rezept für ein koreanisches Eierkäse-Sandwich mit Frühlingszwiebeln. So, unsere Aufgaben mit diesem heraufbeschworenen Geist oder Dämon sind: Finde mit dem EMF-Messgerät Beweise für das Übernatürliche. Schieße ein Foto vom Geist und wehre den Geist während einer Jagd mit Räucherstäbchen ab. Okay, ich nehme meine Schlüssel mit. Und unser Geist heißt Gregory Jones. Okay, Gregory Jones. Wie ist das denn? Generator schon mal nicht im Keller. Das ist super. Ein Garagengenerator. Das ist schön. Wir nehmen mit Taschenlampe. Was müssen wir machen? Foto vom Geist. Ja, dann nehmen wir den Klassiker ruhig mit, weil wir müssen ja einmal EMFen und Foto. Dann haben wir schon mal gleich zwei Aufgaben. Können wir ja schon fast nach Hause fahren. So, auf geht's. Und bevor wir losgehen, einmal liebe Grüße gehen raus an Swanee Gamer. Ich hoffe, ich spreche den Namen richtig aus. Und ich weiß, es wurde sich das Tanglewood Street House auch gewünscht. Aber da wir letzte Folge erst im Willow Street House waren, brauchen die Nerven jetzt ein etwas größeres Haus. Deswegen heute mal Edgefield Street House. Mit heraufbeschworenen Dämonen und toten Geistern und allem anderen, was so Spaß und Freude macht am Wochenende. Auf geht's. Weil wir sind ja nicht mal am Wochenende. Aber es macht doch mitten in der Woche Spaß. Ich glaube, ich sehe da schon die olle Spieluhr. Haben wir schon mal ein Foto von Gregorys Spieluhr. Hallo? Lass uns aber erstmal reinkommen, ne? Lass uns erstmal reinkommen. Wir kommen erstmal an, gucken uns um, machen alle Türen zu. Während du ganz ruhig bleibst. Okay, Spieluhr haben wir. Schon mal vorne. Natürlich riskant, die zu benutzen, bevor wir auch nur eine ungefähre Ahnung haben, wo er rumschleicht. Ich soll die anmachen und er steht direkt hier vorne. So. Oh. Oh, wie gut. Oh, wie gut. Schränke sind schon mal frei. Alles klar. Licht ist schon mal an. Ist schon mal ein guter Anfang. Und ein Foto haben wir auch schon gemacht. Von der Spieluhr. So. Gib uns mal ein Zeichen. Wo bist du? Kannst du dich einmal bemerkbar machen? Man hat was gehört, ganz leise. Ich glaube, es kam von oben. Schon mal einen Autoschlüssel einsacken. Ja, hier hört man irgendwas. Er schleicht hier hinten um die Ecke rum, würde ich sagen. Mach mal hier Licht an. Gib uns mal ein Zeichen. Wo bist du? Bist du hier oben irgendwo? Da, schon wieder. Ich hoffe, der rennt nicht hier oben auf dem ganzen Flur rum. Bestens da hinten irgendwo im Schlafzimmer, das wäre super. Ganz hinten um die Ecke, ganz hinten um die Ecke im Schlafzimmer, das wäre super, wenn du da wärst. Ist jetzt noch kein Knochen hier oben. Nee, nichts. Es ist auch so still. Hier ist schon wieder viel zu ruhig. Viel zu ruhig. Mach dich mal irgendwie bemerkbar. Gib. Oh, Knochen. Nehmen wir. So, Knochen haben wir. Verfluchten Gegenstand haben wir. Können wir nach Hause fahren? Bist du vielleicht hier? Gib uns mal ein Zeichen. Es ist beunruhigend ruhig. Wir machen da auch erstmal zu. Da ist er wieder hier oben bei uns in der Nähe. Bist du hier drin? Gib uns mal ein Zeichen. Wo bist du? Und wenn du im Keller bist, ne? Wenn. Du kannst das so vergessen. Kannst du das? Was war das? War das der Geisternebel? Wir gehen nochmal nach vorne. Warum ist überhaupt da hinten kein Licht an? Wo war der Schalter dafür? Hier. So, schon besser. Ich glaube langsam, der ist nicht hier oben, Leute. Ah. Oder doch? Bist du hier? Gib uns mal ein Zeichen. Wie hieß er gleich nochmal? Gregory Barber, wenn du hier bist.
Kannst du dich bemerkbar machen? Das kommt doch von hier. Oh, wir werden so gleich irgendwo aus irgendeiner Ecke angesprungen. Wir sollten eigentlich jetzt nicht mehr so lange hier rumlaufen, wenn der so ruhig ist. Wir sollten erstmal gucken, wie es uns geht gleich. Können wir hier vielleicht noch... Oh, ist auch noch frei. Oh, wir haben auf jeden Fall schon mal ein paar Versteckmöglichkeiten. Hallo? Wenn du hier bist, gib uns mal ein Zeichen. Gregory Barber, bist du hier? Entweder ist das ein super ruhiger Geist oder der ist nicht hier oben. Oh, Moment, hier läuft doch irgendwo... Wo gibt es in diesem Haus einen Ventilator? Nee, das muss unten sein. Das muss unten sein. Hört ihr das auch? Irgendwo läuft doch hier jetzt... Oh, nee. Oh, nee. Oh, doch. Warum? Oh, guck mal, der hat hier auch alle Schränke auf. Der ist mit Sicherheit hier unten. Hallo? Ja, da läuft ein Ventilator. Okay, alles klar. Wir kommen mal kurz rein. Komm mal kurz rein, machen den außen, gehen mal ganz schnell wieder kurz raus. So. Oh, ich hab mich gut. Frostig. Er ist. Warum mach ich das wieder aus? Warum ist hier kein Licht an der Treppe? Wieso haben wir eigentlich alle kein Licht an der Treppe? Und wieso bringt ihr eure Lichtschalter alle unten an? Oh, hallo. Ich muss eigentlich die Tür gerade angefasst. Wir können mal gucken, vielleicht haben wir einen Fingerabdruck. Ist hier drin auch kalt? Wir sollten nicht mehr hier sein. Wir sollten jetzt erstmal rausgehen. Hier drin ist auch kalt. Okay, der rennt in dem Raum rum und im ganzen Keller unten. Na super. Was müssen wir machen? Müssen wir entkommen während der Jagd oder Kruzifix? Dann müssen wir während der Jagd entkommen, ne? Das ist vielleicht gar nicht so schlecht, dass er dann hier unten ist. Dann kann man das ganze Haus zum Weglaufen, wenn er nicht hier... Wenn er nicht da rauskommt... Alles klar, alles klar. Wir müssen nur hoffen, dass irgendwo oben auch noch ein Wandschrank frei ist. Das wäre super. Sanity geht sogar noch. So, aus EMF haben wir. Wir alle jagen, wir alle mit Räucherstäbchen. Okay, wir haben schon mal einen Beweis. Es ist auf jeden Fall frostig in seinem Kellerchen. Ein Beweis haben wir. Gefriertemperaturen. Dämon ist noch dabei. Revenant ist auch noch dabei. Welcher war noch so schlimm? Moroi war auch schlimm. Deogen, okay. Einer von den Schlimmsten ist nur raus. So. Und er schleicht im Keller rum. Das heißt, wir nehmen... Oh, Moment. Guck mal, haben wir denn... Haben wir denn einen Fingerabdruck? Moment. Nee, 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 nee. Weiter. Nix hier raus aus dem Spiel. So. Fingerabdruck haben wir auch. Bleibt noch Dämon, Handtuchin und der Mimik. Alles klar. Wir nehmen mit rein Geisterbox und Kamera für Orbis. Mal gucken, ob wir die Orbis vom Mimik sehen. So, alles schön, alles friedlich, alles gut. Wir nochmal. Tür zu, damit du hier nicht rausflitzt. Oh, ich habe kein gutes Gefühl. Mach aus. Auf jeden Fall ist es hier eiskalt. Da kommt ein Orb aus der Tür geflogen. Ich glaube, er hat den Ventilator auch schon wieder. Nee, doch nicht. Angemacht. Mach hier auch mal aus. Ja, da fliegt noch einer. Orbi an der Tür. Da, nochmal. Okay, jetzt müssen wir mal gucken, dass es dann wirklich auch der Mimik ist. Mach mal Licht an. Wir nehmen trotzdem zur Sicherheit nochmal die Geisterbox. Bist du hier? I'm behind you. I'm behind you. Siehst du, kein Mimik. Ha! Wäre aber beinahe wieder drauf reingefallen. Wie alt bist du? Ja. Was willst du? Attack. Attack? Ja, aber doch nicht sofort, oder? Also, ne, jetzt nicht gleich. So, Attack, alles klar.
Okay, wir haben zumindest... Lass die Tür auf, lass ja die Tür auf. Okay, wir haben alle Beweise. Wir haben alle Beweise. Es ist die Geisterbox. Dann ist es der Mimik. Oh, Moment, wie Geist... Ach ja, Geisterorbs ist ja... Das macht der Mimik ja zur Verwirrung. Genau, die Orbs sind gar nicht der Beweis. Die Orbs sind das, was der Mimik nebenbei macht. Dann ist es richtig. Alles klar. Hammer dich. Hammer dich, du Mimik. Mit den Orbs wären wir sonst auf einen anderen Geist. Genau so ist das. Alles klar, so wie... Wir nehmen einmal hier. Und... Dann nehmen wir nochmal einen frischen Fotoapparat mit rein. Und vielleicht nochmal eine Taschenlampe für... Was habe ich denn noch dabei jetzt? Nichts, Taschenlampe. Achso, das ist die Taschenlampe, Fingerabdrücke. So, die brauchen wir. Dann gehen wir nochmal rein. Und gucken, vielleicht kriegen wir jetzt ein Foto vom Geist. Danach bereiten wir das Haus vor für die Flucht. Solange er im Keller ist, ist es eigentlich ganz gut. Da können wir ganz gut wegkommen. Könnten wir? So, mach hier auch einfach nur mal hier auch einfach nur mal so fürs Gefühl, dass hier drüben auch ein bisschen heller ist. So. Und Tür zu. Hallo? Jetzt können wir ja ruhig Licht anmachen fürs Foto. Ich habe kein gutes Gefühl, wir gehen lieber ein bisschen näher an die Treppe. Wenn du hier bist, kannst du dich einmal kurz zeigen. Gregory Barber, zeig dich einmal kurz. Aber nur ganz kurz und da hinten an der Tür. So, da, so an den Schränken da hinten geht auch irgendwie. Und stehen bleiben auf jeden Fall. Einfach nur da rumstehen. Kannst du eine Tür öffnen, wenn du dich schon nicht zeigen kannst? Gregory Barber, gib uns mal ein Zeichen. Zeig dich. Zeigt sich nicht, der jagt uns höchstens. Hallo? Hallo? Oder er ist mal hier drin wirklich aktiv, dass wir ihn hier fragen müssen. Hier schmeißt er auf jeden Fall Sachen aus dem Regal, so wie es anhört. Kannst du dich vielleicht einmal kurz zeigen, wenn du hier drin bist? Aber lass bloß die Tür dabei auf. Der wird so die Tür zuknallen, wenn der sich jetzt zeigt, sag ich. Wir sollten hier, glaube ich, auch... Wir sollten auch gar nicht in seinem absoluten Raum hier hinten drin stehen, würde ich sagen. Zeig dich einmal ganz kurz für ein Foto. Das ist auch einer von den Lauergeistern. Der wird sich sowieso nicht so viel zeigen. Oder nicht so viel machen, glaube ich. Der wird einfach nur losjagen. Was ist das mal für Geräusche im Hintergrund? Ich habe auch kein gutes Gefühl mehr, hier rumzustehen. Wir sollten hier nicht mehr rumstehen. Sollten wir nicht mehr. Wir sollten das Haus anfangen vorzubereiten mit ganz vielen Räucherstäbchen. Sollten wir das vorbereiten jetzt schon mal. Und gucken, ob wir irgendwo oben Spind frei haben, wo wir uns reinquetschen können. Vielleicht sollte man sich alles laut sagen, dass alle unsere Pläne mithört. Und ich glaube, er ist schon auf dem Weg zur Kellertür rauf. Gregory Barber, wenn du hier bist, dann zeig dich einmal kurz. Gib uns mal ein Zeichen und zeig dich. Macht doch nichts mehr an den Türen, er macht überhaupt nichts mehr. Das ist überhaupt nicht gut, dass er überhaupt nichts mehr macht. Nee, an der Tür hier oben war er auch noch nicht. Der wartet auf die Jagd, Leute, der wartet auf die Jagd. Der wartet sowas von, dass er uns jagen kann. Mach mal Licht aus. Wenn du hier bist, dann zeig dich einmal. Gregory Barber, bist du hier? Moment mal. Moment mal. Es ist nicht mehr kalt hier drin, Leute. Guckt mal. Der ist nicht mehr hier. Der ist nach oben. Der ist raus aus dem Keller. Deswegen hört man sich auch die ganze Zeit rumschleichen. Jetzt müssen wir mal gucken, wo es kalt ist. Oh, wo ist der jetzt hin? Moment. Hier war es doch jetzt gerade kurz kalt. Oder war es der Geisternebel? Ist er jetzt schon hinter uns her? Wir sollten... Glaube ich, erstmal rausgehen kurz. Doch, es ist kalt hier oben. Ist es jetzt kalt? Oder ist es hier? Kommt es von hier?
Das ist gut. Das ist nicht gut. Er ist aber hier. Hier ist es frostig. Ja, 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 er ist jetzt hier oben. Wenn du hier oben bist, dann zeig dich einmal ganz kurz. Oh, die schwierige. Und nochmal. Gleich doppelt. Okay, das war zumindest schon mal ein Zeichen, aber das war nicht das, was ich wollte. Aber auch gut. Kannst du dich vielleicht einmal ganz kurz zeigen? Wir sollten rausgehen, Leute. Wir sollten rausgehen. Wir sollten rausgehen. Du bleibst hier. Du bleibst hier. Wir gehen raus. Jetzt rennt er oben rum. Okay, Sandy ist aber immer noch gut. Schieß ein Foto vom Geist. Wir nehmen das Thermometer mit rein. Und... einfach nur mal so fürs Gefühl, Krutifix. Wenn wir irgendwo im Haus ein paar Krutifix rumliegen haben. Falls die Jagd direkt losgeht, während wir daneben stehen, haben wir vielleicht eine kleine Chance. Wenn er uns direkt jagen will. So, zeig mal her. Hier auf jeden Fall nicht. Jauts! Alles klar, ich wollte ja nur mal kurz Temperatur messen. Entschuldigung. Ich wollte auch, das ist ein Thermometer für die Raumtemperatur. Musste nicht komisch werden. Ja, ich wollte ja gar nicht, ne? Deine Temperatur messen. Ich wollte die Raumtemperatur messen. Jetzt ist er hier vorne hergeflitzt. Und irgendwie sah Gregory aus wie eine Frau, fand ich gerade eben so ein bisschen. Das kann aber auch täuschen. Aber ich fand, das sah aus vom Modell her. So irgendwie... eigentlich wie dieser Geist von der älteren Frau. Aber gut. Kann sich auch mal gucken in der Hektik. Ich war ganz schön losgeflitzt. Und jetzt ist er direkt hier. Von den 9 Grad ist noch nicht kalt genug. Das war auch schon frostig, weil er hier gerade lang gelaufen ist. Aber hier ist er noch. Okay, du siehst doch, ist alles klar. Siehst doch nicht aus wie der Geist von der älteren Frau. Ist ja gut. Ist ja gut. Wow, was war das für ein fieses Schnaufe? Ich bin nach Hause. Nee. Ja, war der nu? Das hat hinten auch noch Licht angemacht. Wir haben kaum Zeit, jetzt hier irgendwo ein Kruzifix hinzuschmeißen, sage ich. Heb das nochmal ganz kurz auf. So. Der ist überall ist er unterwegs. Einmal, Moment, hier aber jetzt nicht. Und hier auch nicht. Nee. Okay. Raus. Lass die Tür auf. Alles klar. Räucherstäbchen. Jetzt geht's los. 1, 2. Ich hoffe, wir schaffen überhaupt, die zu platzieren, bevor er uns jagt. So. 1 direkt hier oben. Du gehst aus dem Weg. Du kommst hier hin. Ja. So ist schon gut. Alles klar. So, wir. Voll. Der ist frei. Da gehen wir rein. Da kommen auch ein paar rein. Raus, rum. Lauf. So, Tür auflassen. Alles klar, Tür ist noch offen. So, jetzt Räucherstäbchen, Feuerzeug. Sanity 57. Sieht gut aus. Ich überlege auch gerade. Ob wir nicht einfach nur zur Sicherheit auch noch eins hier hinpacken. Weil ich nicht weiß, ob ich schaffe, das hochzuheben dann. So schnell, jetzt müssen wir raus. Ich hoffe, jetzt macht er die Tür nicht zu. Lass auf. Okay, alles klar, letztes Räucherspiel. Jetzt stellen wir uns an die Treppe und versuchen das Beste. Ich habe kein gutes Gefühl bei der Sache, wollte ich nur sagen. Ein ganz mieses Gefühl bei der Sache.
So. Alles klar, auf geht's. Kein Problem. Anzünden, wegschmeißen. Anzünden. Oder vielleicht sogar ein Stück in der Hand halten, erstmal Treppe rauflaufen, dann wegschmeißen. Weil der Geist die Räucherstäbchen halt nicht mehr fern, nicht, dass er dann irgendwie über das Räucherstäbchen einfach rüberläuft, hinter uns her. Wenn man es in der Hand halten kann, hinter uns auf jeden Fall nicht herkommen. Würde ich sagen. Wenn du hier bist, versuch uns zu jagen. Ich hoffe, er ist noch da unten. Überhaupt. Das ist aber schon in der Küche. Das ist nicht oben jetzt. Das ist jetzt nicht oben. Der... Lag die nicht eben gerade anders? Hat er jetzt die Tasse hier rumgeschossen? Aber hier oben ist es nicht kalt. Hier oben ist es nicht kalt. Okay, nee, nee. Alles klar. Okay. Das war keine Jagd. Das war keine Jagd! Du Schweinevieh! Du Elendes! Jetzt hast du mich dazu gebracht, einmal die Räucherstäbchen zu verbrennen! Kommst du da auch so angelatscht? Mit schweren Stampfschritten! Können wir nach Hause fahren? Lass das Licht jetzt hier an. Nee, das geht so nach hinten los. Wenn du hier bist, versuch eine Jagd. Was soll denn das mit diesem Gekrächze? Aus der Dunkelheit. Kannst du das mal unterlassen? Kruzifix sind noch beide heil, er hat noch nichts versucht. Der wollte nochmal, dass ich ein Räucherschiffchen umsonst anmache. So eine angetäuschte Jagd hier und dann... kriegt er uns nämlich. So nicht! Starte eine richtige Jagd! So eine richtige. Aber jetzt auch nicht so richtig. Also so, wo du jetzt so ein bisschen ankommst und dann aber dann bleibst du an den Räucherstäbchen hängen und alles. Gregory Barber, kannst du jetzt mal eine kleine Jagd starten? Und eine friedliche? Warum kommt der nicht? Nee, Leute, wir sollten das... Ich habe gesagt, ich habe letztes Mal gesagt, wir machen wieder... Jetzt ruft er auch noch an. Letztes Mal, wir machen wieder alles. Versuchen wieder alles zu machen. Gucken, ob wir ein Foto am Ende noch kriegen. Oder ob er uns am Ende kriegt. Wenn du da bist, dann starte doch jetzt mal eine friedliche kleine Jagd. Hallo? Komm, wir gucken, wir riskieren einmal um die Ecke zu gucken. Da ist noch alles dran an dem Kruzifix. Da auch. Wir gehen einmal raus. Gucken uns sozusagen, warum jagt er uns nicht? 39. Der müsste längst... Er hat zweimal jetzt angetäuscht. Wahrscheinlich will er wirklich, dass wir unsere Räucherstäbchen verbrauchen, bevor damit er uns dann erwischen kann. Ich will nach Hause. Wenn du da bist, kannst du eine Jagd Hey! Ho! Oh. Ja, ist ganz nett. Ist ganz nett. Super. Aber da fallen wir jetzt nicht mehr drauf rein. So. Lass das Licht an, habe ich gesagt. Wenn du hier bist, jetzt starte endlich deine kleine Jagd. Und hör auf, die ganze Zeit hier rum anzutäuschen. Wir fallen doch nicht mal drauf rein. Kruzifixe sind noch ganz. Oh, ich will nach Hause. Warum jagt er uns auch nicht? Das ist echt komisch. Das war jetzt oben. Oder? Oh, nicht gut. Nicht gut. Wo steht hier ein Klavier? Unten steht eins, oder? Steht hier eins hier oben. Mach keinen Mist. Nee, hier ist keins. Hier ist keins. Hier auch nicht im Kinderzimmer und hier auch nicht. Nee, das ist unten.
Irgendwo unten. Ach ja, unten steht eins in dem, Na klar, da wo er auch immer noch ist. Da steht ja das Klavier. Oh, was für ein Psychoterrorgeist. Ich will nach Hause. Können wir nicht vielleicht doch fahren? Das ist viel zu schlimm. Hallo? Er hat versucht zu jagen. An dem einen Kruzifix fehlt eine Ecke. Aber das ist ja nicht unsere Aufgabe. Er muss ja loskommen. Er muss ja an dem Kruzifix vorbeikommen. Er hat versucht... Das ist auch eine. Oh, hier liegt ja keins mehr. Lauf, 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 lauf. Oh, ich hätte das Licht ausmachen sollen. Oh, oh! Die Tür war auf, er hat die Tür aufgemacht, aber dann kam er nicht rein wegen den. Wegen den Räuchern. Oh, oh! Nein! Na, da ist noch eine! Ich wusste es! Ich wusste es! Du Schweinegeist! Was für eine Jagd! So ein Psychoterrorgeist! Die ganze Zeit, erst war er so ruhig und dann so. Und vor allem reißt er hier beide Türen auf. Wie soll ich denn so schnell beide Türen wieder zukriegen? Oh Mann, der Mimik. Aber wir waren auf der richtigen, wir hatten auf jeden Fall den richtigen Geist, aber naja, es hilft uns jetzt auch nichts mehr. $20 haben wir dafür noch bekommen. Ah, naja, und 40 Erfahrungspunkte. Wir waren 11 Minuten im Licht, 13 Minuten dunkel, wir waren 4 Minuten im Geisterraum, 20 Minuten im Inneren, 24 Minuten, wir hatten 6 Geisterereignisse, eine Geisterjagd, die zu viel war, und 70 Geisterinteraktionen. Das war auf jeden Fall was los und es hat uns mal wieder ganz böse erwischt. Trotz Räucherstäbchen hat einfach die Schraube nicht fallen. Wir hatten, war doch einmal eins zu viel. Wir hatten zwei Räucherstäbchen im Schrank gebraucht. Zweimal, dann hätte man das geschafft. Aber dann kam er direkt wieder. Er wusste, dass wir da drin sitzen schon dann. Naja, okay, ihr Lieben, wie immer, vielen, vielen Dank fürs dabei gewesen sein, fürs Mitjagen. Wenn euch diese kleine Geister gefallen hat, würde ich mich riesig freuen. Wenn ihr beim nächsten Mal auch wieder mit dabei seid, ihr Lieben, macht's gesund, bleibt gesund und tschüss und bis zur nächsten Geisterjagd.